In diesem Tutorial werden wir uns die gegenseitige Lage von Geraden anschauen. Es ist ein relativ einfaches Thema und gleichzeitig eine wichtige Grundlage der Vektorgeometrie. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema anfangen, will ich euch an ein paar wichtige Eigenschaften von Geradengleichungen erinnern. Bereits bekannt sollte sein, wie die Parameterform einer Geradengleichung aussieht, und zwar wie hier abgebildet. Von links nach rechts gesehen ist der Vektor x nichts anderes als der allgemeine Punkt dieser Geraden. P ist dann der Stützvektor oder manchmal auch Stützpunkt genannt und R ist natürlich der Richtungsvektor. Jetzt geht es darum, wie wir uns abstrakt eine Gerade im Raum vorstellen können. Und zwar natürlich ungefähr wie rechts abgebildet, das ist die Gerade G. Und bezogen auf diesen Thema ist es immer vorteilhafter, wenn man sich den Stützvektor als einen Stützpunkt vorstellt. Also auch wenn das nicht ganz der Realität entspricht, es ist immer günstiger, wenn man sich den Stützvektor als einen festen Punkt auf der Geradengleichung vorstellt. Und der Richtungsvektor gibt natürlich die Richtung der Geraden an. Als nächstes wollen wir uns die möglichen Lagebeziehungen anschauen. Also in erster Reihe können zwei Geraden zueinander parallel sein. Dann können sie übereinander liegen oder identisch sein. Dann können sie sich natürlich schneiden oder windschief zueinander sein. Für einen einfacheren Lösungsweg unterteilt man diese vier Fälle in zwei größeren Fälle. Dabei hängen die ersten zwei und die letzten zwei zusammen. Diese Unterteilung erfolgt anhand der Richtungsvektoren. Das heißt, wenn wir uns für die ersten zwei Fälle an dieser Stelle die Richtungsvektoren vorstellen, die werden dann entsprechend ungefähr so aussehen, also bei der ersten so und hier ebenfalls, dann sollte uns auffallen, dass diese Richtungsvektoren eigentlich Vielfache sind. Und bei den letzten zwei Fällen diese Eigenschaft auf gar keinen Fall zutrifft. Also werden in diese zwei Fälle die Richtungsvektoren keine Vielfache sein. Und das hilft uns dann, einen Lösungsansatz zu bilden, der anhand dieser Richtungsvektoren, also anhand der Tatsache, ob die Richtungsvektoren Vielfache sind oder nicht, zu zwei verschiedene Lösungswege führt. Einmal, wenn die Richtungsvektoren Vielfache sind, dann können ja die Geraden nur parallel oder identisch sein. Und wir werden in diesem Fall müssen wir nur eine Punktprobe machen, um zu entscheiden, ob parallel oder identisch. Und im zweiten Fall, wenn sie keine Vielfache sind, dann können sich die Geraden natürlich entweder schneiden oder windschief zueinander sein. Und in diesem Fall werden wir einfach die zwei Geraden gleichsetzen und so ein kleiner linearer Gleichungssystem lösen. Für ein besseres Verständnis werden wir uns jetzt ein paar Beispielaufgaben anschauen. Als erstes müssen wir die gegenseitige Lage dieser zwei Geraden entscheiden. Wir erinnern uns, dafür schauen wir zuerst auf die Richtungsvektoren. Das sind diese hier. Wenn ich jetzt beide dieser Richtungsvektoren rausschreibe, also 2, minus 1, 3 ist der erste und minus 2, 1 und minus 3 wäre der zweite, dann sollte euch auf jeden Fall auffallen, dass wenn ihr den ersten Vektor mal minus 1 nehmt, genau der zweite Vektor entsteht. Kurz gesagt, sie sind dann Vielfache. Und wir wissen dann automatisch, dass die Geraden entweder parallel oder identisch zueinander sind. Wir haben auch bereits gesagt, unser Lösungsansatz lautet Punktprobe. Und damit ist Folgendes gemeint. Wir können zum Beispiel den Stützvektor der ersten Geraden nehmen und für diesen Vektor x in die zweite Gerade einsetzen. Wenn diese Punktprobe dann erfolgreich ist, dann werden die Geraden identisch. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleiben sie parallel oder echt parallel. Also, das Ganze sieht dann wie folgt aus. Ich nehme diesen Vektor 4, 0, 1, setze es hier in die zweite Gerade ein. Und dann haben wir 6, minus 1 und 4 plus s mal minus 2, 1 und minus 3. Dann kann man das Ganze in drei Gleichungen zerlegen, also immer schön zeilenweise. 4 ist gleich 6 minus 2s, 0 ist gleich minus 1 plus s und 1 ist gleich 4 minus 3s. Und jede dieser Gleichungen kann man nach dem Parameter s umformen.
Also, wenn wir in der ersten Gleichung nach s umformen, wir bringen zuerst die 6 rüber mit minus 6, dann haben wir hier minus 2 stehen. Minus 2 geteilt durch minus 2 sind natürlich 1. Dann können wir die minus 1 rüberbringen mit plus 1 und damit haben wir auch in der zweiten Zeile s ist gleich 1. Und in der letzten Zeile, wenn die 4 mit minus 4 rübergeht, dann haben wir minus 3 auf der linken Seite stehen. Und minus 3 geteilt durch minus 3 ist ebenfalls 1. Also in diesem Fall wäre die Punktprobe erfolgreich, weil alle Parameterwerte gleich sind. Also würde das für uns bedeuten, dass die Geraden identisch sind. In einem weiteren Beispiel haben wir nochmal zwei Geraden und wir verwenden wieder die gleiche Taktik. Das bedeutet, wir schauen wieder zuerst nur auf die Richtungsvektoren dieser Geraden. Und die schreibe ich jetzt wieder raus. Also 4, 6, minus 8 und das andere Richtungsvektor lautet 2, 3, minus 4. Und auch hier, glaube ich, kann man ganz gut erkennen, wenn man den ersten Vektor durch 2 teilt, dann kriegt man genau den zweiten raus. Also auch hier sind sie Vielfache. Also wir werden jetzt das gleiche wie vorher machen. Den Stützvektor der ersten Geraden in die zweite für x einsetzen. Natürlich kann man es auch andersrum machen, aber entscheidet euch einfach für einen Weg. Und damit ist es gut. Also wir haben dann 0, 1, 4. Ist dann gleich 4, 8, minus 4. Plus s mal 2, 3, minus 4. Und natürlich zerlegen wir wieder das Ganze in drei Gleichungen. Nun ist dann 4 plus 2s. 1 ist dann 8 plus 3s. Und die letzte Zeile 4 sind dann gleich minus 4 minus 4s. Mit dem gleichen Ziel wie vorher formen wir jede Zeile nach s um. In der ersten Zeile, wenn ich die 4 mit minus 4 rüberbringe, dann habe ich minus 4 geteilt durch 2, entsprechend ist s minus 2. Bei der zweiten Zeile, die 8 kann ich rüberbringen mit minus 8, dann habe ich hier minus 7 stehen, geteilt durch 3 sind minus 7 Drittel. Und eigentlich könnten wir hier auch aufhören, aber ich mache jetzt noch die letzte Rechnung. Wenn ich die minus 4 mit plus rüberbringe, dann habe ich 8. 8 geteilt durch 4 sind wieder minus 2. Allerdings spielt das auch keine Rolle mehr. Sobald einer dieser Parameterwerte verschieden ist, können wir mit Sicherheit sagen, dass die Geraden parallel sind. Also so würde das Ganze im zweiten Fall aussehen. In unserem nächsten Beispiel schauen wir wieder als erstes die zwei Richtungsvektoren an. Also dieser und dieser. Wenn ich sie diesmal rausschreibe, 2, 0, 1 und 0, 1, minus 1, sollte uns auf jeden Fall auffallen, dass sie keine Vielfache sind. Also die Richtungsvektoren sind keine Vielfache. Und aus diesem Grund können die Geraden sich entweder schneiden oder windschief zueinander sein. Auch dafür haben wir bereits einen Lösungsansatz geklärt. Und zwar, wir haben gesagt, wir setzen die zwei Geraden gleich. Also schreiben wir mal kurz hin, gleichsetzen. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Also 1, 2, 1 plus t mal 2, 0, 1 ist gleich 2, 3, 4 plus s mal 0, 1, minus 1. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Es gibt ja Beispielaufgaben, wo beide Geraden den gleichen Parameter haben. Beim Gleichsetzen in diesem Fall müsstet ihr selbst auf die Idee kommen, eine dieser Parameter umzubenennen, sonst ist die Rechnung sinnfrei. Also, ihr müsst hier immer zwei verschiedene Parameterwerte haben. Gut, also, dann lösen wir dieses sogenannte lineare Gleichsystem. Also, ich zerlege wieder als erstes in drei Zeilen. Dann haben wir hier nur 2, s mal 0 ist 0. Dann in der zweiten Zeile 2 plus 0 ist gleich 3 plus s. Und in der dritten Zeile 1 plus t gleich 4 minus s. Im Prinzip ist dieser LGS nicht so ernst zu nehmen. Ihr seht auch in diesem Fall, man hat ja zwei Zeilen, wo man gleich nach dem Parameter umformen kann. Also aus der ersten Zeile können wir sofort nach t umformen. Ich bringe die 1 rüber mit minus 1 und dann habe ich 1 geteilt durch 2
Das bedeutet, t ist 1/2. In der zweiten Zeile kann ich dann entsprechend nach s umformen. Wenn ich die 3 rüberbringe mit minus 3, dann habe ich s ist minus 1. Und auch wenn die Lösungen nicht so hässlich aussehen, trotzdem müssen wir auch noch die letzte unbenutzte Zeile nutzen und damit eine Probe machen. Also, damit meine ich, für t und für s setzen wir diese zwei Werte hier in der letzten Zeile ein und schauen, ob links und rechts die gleiche Zahl rauskommt. Also, wir haben hier 1 plus 1/2 und 4 minus minus 1. Und wenn wir links und rechts zusammenfassen, dann haben wir hier 1,5 und auf der anderen Seite 5. Also, steht am Ende, 1,5 soll das gleiche wie 5 sein. Das ist natürlich Nonsens. Und aus diesem Grund haben wir hier einen Widerspruch. Das bedeutet, die Lösung gilt nicht. Somit sind die zwei Geraden in diesem Fall windschief. Wenn in der letzten Zeile eine wahre Aussage stehen würde, wie 5 gleich 5 oder 0 gleich 0, dann hätten wir einen Schnittpunkt gehabt. Was auf jeden Fall der Fall sein wird in unserem letzten Beispiel. Also auch hier fangen wir mit dem Richtungsvektoren an. 1, 1, 1 und 3, 4, 5, gut erkennbar, die sind keine Vielfache. Schreibe ich nochmal kurz hin. Aus diesem Grund setzen wir die zwei Geradengleichungen wieder gleich. Also wir haben dann 2, 0, 0 plus s mal 1, 1, 1 und die zweite 3, 2, 3 plus t mal 3, 4, 5. Entsprechend zerlegen wir das Ganze in drei Gleichungen. 2 plus s sind dann 3 plus 3t. Die zweite Zeile lautet s ist gleich 2 plus 4t und die dritte s ist gleich 3 plus 5t. Gut, im Prinzip sucht man sich aus diesen kleinen LGS die zwei besten Gleichungen zum Verrechnen aus. In diesem Fall, ich hoffe, ihr seid auch meiner Meinung, könnte man auf jeden Fall die letzten zwei nehmen. Wenn wir sie voneinander abziehen würden, dann würde s rausfliegen und dann können wir einen passenden Wert für t bestimmen. Genau das werde ich auch an dieser Stelle machen. Also ich werde die zwei Zahlen voneinander abziehen. Das bedeutet, ich habe dann 0, also s minus s ergibt 0. 2 minus 3 sind minus 1 und 4t minus 5t sind minus 1t. Dann bringe ich dieses minus t mit plus t rüber. Und somit ist die erste Lösung schon da. T ist minus 1. Die nutzen wir jetzt. Zum Beispiel in der zweiten Zeile, um einen passenden Wert für s zu bestimmen. S wäre dann 2 plus 4 mal minus 1. Somit ist dann s minus 2. Und am Ende müssen wir wieder diese zwei Werte überprüfen. Dafür setzen wir sie in der Zeile ein, wo wir noch nicht benutzt haben bis hier. Und das ist die erste Zeile an dieser Stelle. Also, dann hätten wir 2 minus 2 ist gleich 3 plus 3 mal minus 1. Beim Zusammenfassen kriegen wir links und rechts eine 0 raus. Also diese Probe ist erfolgreich. Dadurch haben wir die Gewissheit, dass sie sich schneiden. Und natürlich, wenn sie sich schneiden, müssen wir auch noch diesen Schnittpunkt bestimmen. Dafür habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder nehmt ihr den passenden Wert für t und setzt es in der Gerade mit t ein oder euren Wert für s und setzt es in der jeweiligen Gerade, wo s drin ist. Ich entscheide mich jetzt für s, weil die Zahlen einfach günstiger aussehen. Ich schreibe nochmal kurz hier an der Seite s gleich minus 2 in g einsetzen. Und dann haben wir an dieser Stelle Vektor x ist gleich. Vorne bleibt so 2, 0, 0 und dann für s kommt dann minus 2 mal und der Richtungsvektor ist 1, 1, 1. Zusammengefasst ergibt das Ganze dann 2 minus 2 sind 0, 0 minus 2 sind minus 2 und 0 minus 2 sind wieder minus 2. Und das sind dann auch gleichzeitig die Koordinaten des Schnittpunktes. Damit haben wir auch diesen letzten Fall gesehen. Gegen Ende noch ein paar Hinweise.
Die gegenseitige Lage von Geraden ist natürlich eine sehr wichtige Grundlage für die Vektorgeometrie, die auch in viele anwendungsorientierte Aufgaben zu finden ist. Und vielleicht noch ein Thema, was auch noch von großer Bedeutung wäre in diesem Zusammenhang, wäre die gegenseitige Lage zwischen geraden Ebenen. Passende Tutorials zu diesen zwei letzten Themen findet ihr natürlich in der gleichen Playlist. Und zum Schluss noch ein passender mathematischer Witz. Treffen sich zwei Geraden. Sagt die eine, beim nächsten Mal gibst du einen aus.